Oh. Oh nein, not again. Vermilion, wo bist du? Whee! Pass auf, ich rette dich. Whiz down the shaft. Wii Sports. Wii Sports. Oh Mann. So, und damit willkommen zurück mit diesen Wii Sports zu neuen Folge The Gravitatron. Survive for 60 seconds? What? Moment, was? Oh nein. Gott, was? Was? Nein! Was? Ich darf so oft sterben, wie ich will? Oder resettet er zurück? Hat er gerade resettet? Ich hab's nicht gemerkt. Vielleicht. Kann sein! Ja, okay, er resettet immer zurück auf 50 Sekunden. Ich glaube, der speichert nur 5 Sekunden immer. Dann muss ich es jetzt bis 45 schaffen. Gott, das ist echt schwer, ne? Scheiße, das muss man machen? Sonst kann man nichts anderes machen? Oh Gott. Na komm, ich habe den Tower geschafft. Da muss das auch möglich sein. Ach Kacke, Mann, das ist echt schwer. Aber es ist immer random. Also es gibt ja keinen wirklichen Tipp, denke ich mal. Den ich mir irgendwo aus dem Internet krallen kann. Weil es ist random alles generiert. Ach, ich komme auf der anderen Seite raus. Stimmt, dann mache ich das einfach. Zack. Yes, okay, 45 hatte ich. Das heißt, wird gespeichert. Und. Nein, ganz knapp. Nicht geschafft, das andere. Okay. Ich verstehe es aber jetzt. Immerhin verstehe ich es jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes, 40 Sekunden noch. Auf was kommen die auf der Seite raus? Okay. Okay, gerade läuft's. Kacke. Sage ich, da passiert sowas. Ach, ich komme aus der anderen Seite raus. Ich vergesse das immer, Leute. Es tut mir leid. Dann nenne ich mich einen guten Pac-Man-Spieler. Ja, genau. Okay, wir hatten genau 30 Sekunden gerade. Oh, das ist lustig. Das kann lustig werden. Das erinnert mich ein bisschen an Sans. In den Sans-Boss-Kampf. Das Undertale. Für die, die es kennen. Sollte eigentlich jeder kennen. Sonst bist du, ein bisschen uneducated, würde ich sagen. Oh, ganz knapp. Okay, das ist da. Jetzt wird's schwer. Jetzt kann man wirklich nicht mehr tricksen. Kacke, Mann! Nein! Wie soll ich das machen? Was? Oh Gott! The Gravitatron. The Gravitron. So. Ach, Mann! Nein! So knapp! So knapp an den 5 Sekunden vorbei. Das gibt's doch nicht. Oh, yes! Wir haben's. Oh, noch mehr, noch mehr. Oh, das war wirklich eine gute Runde. Das war eine gute Runde jetzt. Oh Gott. Okay, das ist cool. Das sind nämlich auch ein bisschen an Sans. Muss ich zugeben. Was? Das kommt ja auf beiden Seiten. Oh gosh, no. Und ich hatte ein falsches Timing. Aber da konnte ich nichts für, würde ich sagen. Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Ich fühle mich gerade sehr hilflos, muss ich zugeben. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffen soll. Ich schätze mal Glück? I don't know. Okay, wenn die von da kommen und dann zack. Ich glaube, das ist der Trick, oder? Ach, aber dann muss da aufpassen. Oh! Oh! Come on! Yes! Nice! 15 Sekunden noch! Ach, Kacke! Was? Da kommt noch einer? Oh Gott. Nein! So knapp in den 10 Sekunden vorbei! Was? What? Oh! Falsche Bewegung von mir an meiner Seite. Sorry dafür. Und da war ich zu voreilig. Schon wieder. Ich kann hier einfach chillen. Lol. 10 Sekunden! 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wenn das kein Like verdient, Leute, dann weiß ich auch nicht. Tunnel of Terror. Da bist du wieder.
Wie schwindelig. Ja, bei mir auch. House of Mirrors. Okay. Puh. So, wo ist er jetzt? Oh, schaut euch unsere Collection an. Wir haben 8 von 20. Aber jetzt werden wir erstmal nach den anderen suchen, würde ich sagen. Okay, in jedem Raum, schätze ich mal, kommt dann einer immerhin. Also noch der gelbe fehlt. Diese andere Dimension war sehr seltsam, habe ich recht? Ich frage mich, warum wir von dem Teleporter hier hierhin teleportiert wurden. Ja, schon seltsam. So, unsere Crew. Hier sehen wir es nochmal. Vitality. Also Vitality fehlt noch. Ich komme auf die Map. Ah, ich schätze mal, da unten rechts könnte sie sein, ne? Hm, das würde Sinn machen. Wir haben noch so viel zu erkunden. Wie viele Fragezeichen gibt es eigentlich noch, die wir nicht haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, da bin ich wieder. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich diese Folge gestalten werde. Auf jeden Fall habe ich jetzt was vor. Und zwar werde ich den Rest der Folge, denke ich, noch ein paar Dinger sammeln. Ein paar Trinkets. So, ich weiß noch nicht, wie ich diese Folge gestalten werde. Aber ich dachte mir, ich fange in dieser Folge noch ein bisschen an, die restlichen Trinkets zu sammeln, die wir noch nicht gefunden haben. Und hier ganz am Anfang des Spiels ist ja eins. It's a secret to nobody. Eine Zelda-Referenz. Und zack, da haben wir es. 9 von 20. So, das wäre aber klüger gewesen, hätte ich das Ganze am Anfang eingesammelt. Denn jetzt muss ich den ganzen Weg zurückrennen. Und ich bin gerade den ganzen Weg zurückgerannt hierhin. Aber ich glaube, das war es dann soweit für diesen Ort. Also dann haben wir ja, glaube ich, am Anfang alles. So, hier unten könnt ihr sehen, dass ich beim blauen Ort da ein Feld vergessen habe. Und ich meine jetzt nicht den ganz links. Ich meine den da unten. Ich kann es euch zeigen. Den werde ich kurz nachholen. Dafür müssen wir in den Dungeon rein. Der müsste hier sein. Und dann müssen wir nach unten erstmal. Ich werde mich da kurz hinbegeben und dann werden wir es gleich finden. Okay, ich weiß wirklich nicht, wie ich das übersehen habe, aber man kann hier nach oben. Young man, it's worth the challenge. Dann zack. Moment, zack. Und da haben's. Unser 10. Die Hälfte haben wir. Und dann werde ich kurz nach den anderen suchen gehen. Welche wir schaffen können. Weil wir können ja im Moment nicht jeden einzelnen schaffen. Aber wir sollten so gut wie alle schaffen können momentan. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch mache. So mache ich. Ja, genau, okay. So machen wir es. Alles klar. Wenn wir uns hier unten hintippen, können wir nicht nur hier oben links was erreichen, was ihr schon gesehen habt, sondern wenn wir hier runterfallen, sind wir auf einmal, Moment, hier oben. Und ich rede jetzt nicht über das Ding hier, denn das oben haben wir auch schon, sondern es gibt ein weiteres, was ich persönlich mega cool gemacht finde und ich natürlich nicht gefunden habe. Ich werde mich da ganz kurz hinbewegen. Wenn ich hier mal irgendwann wieder durchkommen sollte. So. So, und an dieser Stelle ist das, wo hier steht, I'm sorry. Und zwar, was wir machen müssen, ist erstmal diese Passage ganz normal machen. Und nun kommt das Krasse. Wir müssen hier nochmal zurück und dann hier rüber. Wir können hier einfach rüber. Das habe ich echt nicht gecheckt. Und dann kann man hier einfach rüberlaufen. Und wir laufen und wir laufen. Und dann sind wir auf einmal in Anomaly. Das ist an diesem Punkt hier. Sehr interessanter Ort. Wir sind einfach hier an dieser Stelle. Das ist echt krass. Und ich finde es auch mega cool gemacht. Und dann Purus Unobtainium. Oder was auch immer. Und hier kriegen wir unser 11. Trinket. Yeah.
eins der besten Trinkets, finde ich. Das ist echt cool gemacht. Und dann können wir uns hier umbringen und dann sind wir direkt wieder hier. Und das waren tatsächlich bisher alle, die wir, naja, bisher bekommen können. Sag ich mal so. Es sind zwar vielleicht nicht so viele, aber der Rest ist tatsächlich beim letzten Dungeon. Oder der letzte Ort. So, wir haben tatsächlich viel mehr Lieder freigeschaltet. Das haben wir schon. Positive Force, glaube ich, war neu. Ich liebe dieses Lied. Ist cool. Und Presenting wie. Ist, glaube ich, der Titelbildschirm-Theme. Ich... Hört ihr was? Also ich höre gerade nicht so viel. Machen wir das hier an. Wie viel fehlen uns noch denn? Ich glaube, wir haben 11 Stück, oder? Dann fehlen uns noch 9 Stück. Dann haben wir zumindest mehr als die Hälfte. Ich weiß auch schon, wo der letzte Dungeon ist, Leute. Das, mein Ding ist jetzt gerade nur, ich würde gerne jeden einzelnen Ort hier erkunden, deshalb machen wir das zuerst. Und hier waren wir zum Beispiel noch nicht. Das heißt, bevor ich hier irgendwo was Neues anfange, will ich erstmal alles erkunden. Damit ich die ganze Map voll habe. Aber das finde ich cool. Hier oben kann man noch lang. Noch ein Screen voll, noch ein Screen voll, noch ein Screen voll. Gut, dann haben wir auf jeder Seite alles. Nein, nicht ganz alles. Warum gibt es da unten beim blauen Feld? Aber wahrscheinlich kommt man da von rechts hin, oder? Ich glaube, da wo wir gerade hingehen, ist die Richtung zu... Naja, wisst schon, zum letzten Dungeon. Letzte Dungeon ist nämlich da, wo dieser gelbe Raum einzeln steht. Das ist ja jetzt, glaube ich, kein wirklich großes Geheimnis. Ich glaube, das könnt ihr euch selber denken. Aber ich versuche da trotzdem herauszufinden, wie ich diese restlichen anderen Orte erkunden kann. Moment, hier runter kann ich doch. Und dann hier zack. Genau. Ups, sorry. Ich versuche noch ein bisschen alles herauszufinden im Spiel. Kommen müssen ganz viele, am besten ganz viele Screens freischalten. Hier unten gab es noch einen. Hier zack. Hier gab es auch noch ein paar. Oh Gott, das wollte ich nicht. Bin ich jetzt wieder? Jetzt bin ich wieder hier. War ich schon mal. Komm, lass nach ganz oben. Ui, ui, hier ist was Neues. Hier ist was Neues, dann bam, bam. Hier ist ein Teleporter. Yo, wir haben einen Teleporter gefunden. Research Notes. Our first breakthrough was the creation of the inversion plane, which creates a mirrored dimension beyond a given event horizon. Alles klar. Oder hat irgendwas gesagt? Sorry. Oh, ich glaube, ich kann es nicht nochmal aufrufen, oder? Hm. Das tut mir natürlich dann leid. Oder vielleicht doch? Oh, I've already found this. Ich hab das schon mal gefunden. Okay. Ja, ich interessiere mich nicht wirklich für die Hidden Lore. Wenn ihr die wisst, dann könnt ihr es mir gerne sagen, aber ich werde es jetzt nicht herausfinden. Darauf bin ich jetzt nicht so krass gehypt. Da oben gibt's doch was. Unter links. Und hier hinten. Moment. Hier unten. Moment, wie komme ich da jetzt lang? Bla 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 bla. Da. Hier gibt es noch was ganz einfaches zu finden. Hier einfach lang. Zack. Und hier ist es. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das nicht gefunden haben soll. Ja, gehen wir mal zurück. Wir werden in der nächsten Folge anfangen, den nächsten Dungeon zu machen. Ich guck mal, wie ich diese Folge jetzt noch filmen werde. Aber erwartet nicht mehr so viel. Ich muss erstmal rausfinden, wie ich zu den anderen Gebieten komme. Bin ich gerade? Ich weiß, da rechts ist so ein Pfeil, also so ein ganz kleines Ding. Direkt neben dem T nach links. Da geht es so ganz schmal rein, aber ich glaube, das ist für später. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher. Aber wir können da ganz kurz hier nachschauen. Aber hier ist nicht mal was. Okay, lassen wir es. Gibt es hier irgendwas? Nö, hier ist einfach nur Wand. Oh Gott, oh nein, was hab ich gemacht? Bin ich jetzt? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nach oben. Zack. Hier waren wir. Aber wir sind hier nicht lang gegangen? Hm, lol. Warte, hier nach ganz oben noch. Hier rüber. Hier waren wir noch nicht. Okay, jetzt haben wir aber... Ja, jetzt haben wir es. Okay.
hier unten noch ein bisschen was? Genau, hier nach unten. Gießen Check. Warum gibt es so viele Checkpoints? Ich meine, was bringen die einem? Man kann ja nicht sterben, oder? Ich finde, das Spiel hat sehr viele unnötige Plätze, Checkpoints. Ich weiß auch nicht. So. Zack. Zack. Hier gibt es noch ein paar Räume. Genau, hier einfach nach oben. Und dann haben wir diesen Raum auch schon mal. Da gibt es doch links ein paar, die will ich noch holen. Ich glaube, das war's dann für heute. Wenn ich da die noch ein paar hole. Mal schauen. Zack. Okay. Oh! Feldigriester, was machst du denn hier? Sieht aus, als wären wir direkt gegen einen sehr harten Stein teleportiert worden, als wir gecrashed sind. Es wird sehr schwer, unser Schiff von diesem Stein wegzubekommen. Hm, okay. Aber das kriegen wir bestimmt schon irgendwie hin. Darum bin ich mir sicher, yeah. Hier links kann man noch lang. Oh, ich glaube, ich kenne diesen Ort. Ich habe mir nämlich ein Video angesehen, wie man alle Trinkets bekommt. Weil ich möchte natürlich nichts voranhalten. Aber ich habe auch, nicht unbedingt die Zeit, alle zu suchen selber. Und hier gibt es eins. 12 von 20 haben wir somit. Und ich drücke mal Enter, wo ich eigentlich Leertaste drücken muss. Ich spiele, by the way, mit den Pfeiltasten. Damit das, ja, damit ihr es halt wisst, falls es irgendwie interessiert. Ich konzentriere mich gerade irgendwie nicht. Ich sollte mich aber vielleicht konzentrieren, weil sonst komme ich hier nicht raus und dann wird die Folge unnötig lang und dann ist blöd. Aber gut, was heißt unnötig lang? Die Folge ist allgemein jetzt, glaube ich, nicht so lang. Oder vielleicht genauso lang wie die anderen Folgen? Naja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist gleich vorbei. Ich will nur ganz kurz noch hier nach oben die Felder vollfüllen. Zack, zack und zack. Und wenn es euch gefallen, Leute, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann werde ich noch ein bisschen herausfinden, wie man da ganz unten links hinkommt. Das ist der einzige Ort, wo wir links noch nicht waren. Und werden wir in der nächsten Folge rechts alles erkunden. Haut rein, Leute. Und ciao.